Hallo zusammen, ich bin Andi und wir machen heute im Kundenauftrag so ein Brett zum Bemalen wunderschöner Rheinsteine. Das ist die Konstruktion. Genau so soll es aussehen. Zum einen das Brett zum Bemalen der Steine und eine Ablageschale. Die Silhouette der Ablageschale passt perfekt an die Kontur vom Bemalbrett. Hier kann man das Rohteil sehen. Ich habe so skaliert, dass ich fast keinen Verschnitt habe. Als nächstes muss das gute Stück aufgespannt werden. Ich benutze hier doppelseitiges Klebeband, weil ich schlichtweg nicht genug Dichtschnur habe, um meinen Vakuumtisch nutzen zu können. Das Brett hat ein Maß von 800 auf 400 mm. Solche Bretter haben natürlich eine gewisse Toleranz, deswegen arbeite ich gerne aus der Mitte, anstatt wie üblich eine Ecke anzutasten. Als nächstes bestimme ich mit dem Werkzeug Längssensor Z0. Der auf der Modellunterkante liegt, also auf dem Modelltisch.
Mit einer Kantfräse erhalten die Stücke eine schöne Rundung. Das teste ich natürlich vorher an einem kleinen Abfallstück. Nun geht's ans Schleifen. Zuerst mit einem Blatt mit einer Körnung von 120. Dann wird alles angefeuchtet, damit sich die letzten Holzfasern aufstellen. Und abschließend mit einer Körnung von 240 nochmal nachgeschliffen. Was wäre so ein schönes Produkt ohne ein Branding? Deswegen verpasse ich diesen zwei Stücken noch ein schönes Logo. Zu guter Letzt öle ich die Stücke mit lebensmittelechtem Öl. Abschließend muss ich sagen, es ist ganz schön cool geworden. Anfangs war ich mir nicht ganz so sicher, wie das alles wirken wird, aber jetzt bin ich echt begeistert. Eine schöne Maserung, ein schöner Kontrast. Ich bin echt begeistert. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch gefallen hat, was nicht. Vielleicht gibt es auch was zu verbessern. Würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.